Es ist 9.46 Uhr. Sie haben eine sehr gute Entscheidung getroffen. Sie schauen gerade das Frühstücksfernsehen. Als Dankeschön möchten wir Ihnen ein Geschenk machen. Sie können 20 Jahre länger und vor allem auch gesund leben. Auf sage und schreibe 50%, also die Hälfte aller Faktoren, die Krankheiten begünstigen, nehmen wir selbst Einfluss. Na klar, wir wissen, zu viel rauchen ist doof, zu viel trinken ist doof, das wissen wir alles. Aber vor allem haben wir festgestellt, 80% aller Herz-Kreislauf-Erkrankungen können wir selbst verhindern. Wie das geht, das besprechen wir jetzt mit Jörg Blech, Spiegel, Medizinredakteur und Bestsellerautor. Vor allem, da ist wichtig, hier ist das Buch, den Masterplan, den besprechen wir jetzt. Und wir haben das auf vier große Bereiche eingeteilt. Guten Morgen, Herr Blech. Schönen guten Morgen. Wir möchten gerne mit Ihnen und von Ihnen lernen. Wir sprechen jetzt über die Bereiche Herz, Gehirn, Muskeln und Gelenke und Immunsystem. Und ich würde gerne mit ihm beim Herzen anfangen. Was kann ich tun, aktiv und vor allem bis zu welchem Alter, um mein Herz zu einer guten Pumpe zu machen? Das Herz braucht regelmäßige körperliche Bewegung. Wir können uns selber biologische Bypässe legen. Indem man das Herz immer wieder beansprucht, können wir auch neue Blutgefäße praktisch in Gang setzen, wenn die alten verkalken. Das sieht man und man hat da so Studien gemacht, wer viel unterwegs ist, der regeneriert sein Herz von innen. Also der eine Punkt, diese biologischen Bypass, ist schon faszinierend. Das zweite ist, es gibt Herzmuskelzellen, das sind die Zellen, die schlagen im Herzen. Die wachsen auch nach, wenn wir uns bewegen. Jetzt kann man sich fragen, warum muss ich mich eigentlich bewegen, um diese Effekte zu haben? Und die Antwort finden wir in der Steinzeit. Unser Körper ist darauf gepolt, jeden Tag ungefähr 10 bis 15 Kilometer unterwegs zu sein. Dann erreichen wir Betriebstemperatur, den Normalzustand. Und dann gibt es diese Effekte, dass alles normal funktioniert. Wir sprechen über das Herz. Das braucht eben diesen Input, um sich wieder, immer wieder erneuern zu können. Das Gehirn ist ein ganz großes Thema. Viele Menschen haben panische Angst vor Demenzerkrankungen, vor Alzheimer zum Beispiel. Und haben dann immer Angst, Mensch, ist auch genetisch vorbelastet. Was soll ich denn tun? Aber man kann auch gerade bei Gehirnerkrankungen, kann man einiges tun. Ja, auch da gibt es eine Verbindung zwischen Muskulatur und dem Kopf. Mhm. Wer seine Muskulatur trainiert, trainiert auch immer sein Gehirn mit. Und wie kann man sich das vorstellen? In der aktivierten Muskulatur entstehen Botenstoffe, die können über die Blut-Hirn-Schranke ins Gehirn eindringen und dort wie eine Art Dünger für die Nervenzellen wirken. Das hat man also festgestellt. Und wir müssen auch über den Darm reden. Also ein gesunder Darm ist auch sehr wichtig für ein gesundes Gehirn. Man hat festgestellt bei bestimmten Formen der Parkinson-Erkrankung, dass sehr viele Menschen ein gestörtes Miteinander im Darm haben, was die Darmbakterien angeht. Ja? Also die Darmflora funktioniert nicht mehr richtig. Und jetzt hat man einen spannenden Versuch gemacht. Also Menschen mit Parkinson haben Fäkalien transplantiert bekommen, also den Stuhl von gesunden Spendern, um die Darmflora wieder zu normalisieren, aufzumöbeln. Und man hat gesehen, diese Fäkalienverpflanzung hatte auch einen wohltuenden Effekt auf das Gehirn. Also diese Parkinson-Symptome gingen zurück. Und das ist eben auch eine ganz spannende Verbindung. Einerseits, wir haben über den Kopf gesprochen, der Kopf und das und die Muskulatur haben eine Verbindung, aber der Kopf und der Darm eben auch. Spannend. Seien Sie mich böse, es ist immer noch Frühstückszeit. Ich komme gerne zu den Muskeln und zu den Gelenken. Ja. Muskeln und Gelenke, was können wir tun? Bewegung habe ich auch verstanden. Können wir gerade bei Muskeln und Gelenken was mit Ernährung machen? Oder ist es dort auch wieder allein die Bewegung? Also ältere Menschen haben die Chance, eben ihre Muskulatur immer wieder auch zu trainieren. Eine aktivierte Muskulatur wird zu einer körpereigenen Apotheke. Die viele Botenstoffe freisetzt, die wie gesagt ins Gehirn wirken. Es wirkt aber auch sehr gut auf die Zuckerkrankheit. Und wenn man Muskulatur im Alter aufbauen möchte, sollte man eben auf eine regelmäßige Zufuhr von Proteinen achten. Da kann man also seine Muskeln unterstützen, also dass sie wieder dick werden und stärker werden. Und das Tolle ist eben, dieser Effekt hält das ganze Leben an. Selbst wenn man 90 Jahre alt ist und mit Training anfängt, bekommt man wieder mehr Muskelkraft und hat auch wieder eine größere Teilhabe am Leben. Das ist eine schöne Nachricht. Und final das Immunsystem. Das Immunsystem profitiert auch von der Bewegung. Warum? Weil wir von Natur aus, wie gesagt, darauf geeicht, unterwegs zu sein. Und wenn man nun durch die Gegend streift, trifft man auf relativ viele mögliche Viren und Krankheitserreger. Und das heißt, unser Körper hat einen Mechanismus, sobald wir mobil werden, in puncto Bewegung, mobilisieren wir auch Immunzellen, die entstehen. Und die helfen uns dann, etwaige Erreger zu bekämpfen. Und wir brauchen auch den Kontakt mit etwaigen Erregern,
ein bisschen Dreck schadet nicht. Also wir müssen auch darauf achten, dass wir nicht allzu hygienisch leben, weil wir sollten darauf achten, dass das Immunsystem immer wieder trainiert wird. Das Immunsystem kann altern. Und diese Alterung können wir verzögern. Heißt natürlich auch, wenn wir Kinder haben, nicht alles zu einem Reinraum machen. Genau. Dreck kann helfen, Dreck reinigt den Magen. Jörg Lech hat ein Buch geschrieben, Masterplan Gesundheit, nicht zu Unrecht, ein Bestseller-Autor. Ein wundervolles Buch. Wir wollen dafür einen Tipp geben und Sie lesen dieses Buch am besten und wir haben viel gelernt. Vielen Dank fürs Gespräch. Herzlichen Dank, sehr gern. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.